Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute mal was Gutes, und zwar diese 20 Kilo Mangalitza-Schweinchen wird hinter mir in den Backofen verschwinden. Und wie wir das machen und wie das am Ende aussieht, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, Zutaten sind 20 Kilo Schweinchen, also wer kennt es nicht, wenn du die bei dir im Vorjahr findest, nimmst du so ein Ding. Das ist in der Stelle ein Mangalitza-Schwein, also ein ungarisches Mangalitza-Schwein. Das ist ein Wollschwein, das hat also eine sehr dicke Haut mit richtig Wolle drauf, deshalb zieht man bei denen auch die Haut ab und dann sehen die so aus. Also kennt man sonst bloß von einem Wildschwein, dass man da die Haut abzieht, aber ähnlich ist es bei denen auch, weil es eine sehr urtümliche Rasse ist und da macht es Sinn, die tatsächlich runterzuziehen. Und der Kopf hängt hier unten noch dran. Und ja, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgespannt, dass wir das gleich zubereiten können. Hier in der Schale ist ein bisschen Wurzelgemüse drin, das sind ungefähr 4 Kilo, die wir da mal rein gemacht haben. Dann habe ich noch einen großen Schluck Olivenöl, eine Flasche Wein und eh mal meinen Sauereirapp. Wenn ihr den nicht habt, dann könnt ihr euch den kaufen oder nachmischen, je nachdem wie ihr wollt. Ganz wichtig, eine Flasche Bier, und man muss sicher gehen, dass das Bier auch tatsächlich nicht schlecht geworden ist. Und da muss ich ihn auch opfern dazu kosten. In dem Fall, guck in die Runde, mag keiner, mach ich halt. Ist akzeptabel. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Das erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir unser Wurzelgemüse einmal großzügig mit Olivenöl benetzen. Also da wirklich nicht mit sparsam sein, wirklich herzlos drauf. Dann nehmen wir unser Bier, machen uns ein bisschen Bier auf der Hand und reiben unser Schwein erstmal aus, immer mit Bier ein. Das machen wir deshalb, weil das hat jetzt erst schon einen Tag gehangen und ist jetzt ein bisschen trocken geworden außen. Und dass die Würze uns nicht komplett runterfallen, brauchen wir so ein bisschen Feuchtigkeit. Und da ist Bier halt immer ein sehr dankbarer Charakter für sowas. Und deshalb nehme ich das auch ganz gerne. Das Schöne ist, was so am Bier runtertropft, ist halt gleich Gemüse drin. Das schadet überhaupt nichts. Da wir hier einen Pilz haben, würde ich jetzt natürlich aber nicht hingehen und extra viel davon in die Gemüse drin kippen, weil da natürlich immer ein bisschen Hopfen drin ist. Und wenn du so einen Pilz drin kippst, dann hast du nachher mal so ein bisschen bitter. Aber so eine kleine, dezente Note schadet immer nicht. Jetzt haben wir halt außen schon mal schön feucht und dann machen wir innen auch noch ein bisschen. Guck, die Nieren hängen ja noch drin. Hier müssen wir noch ein bisschen vorbereiten. Siehst du hier innen drin die Lippen? Da hast du hier noch die Silberhaut drüber und deshalb müssen wir halt einritzen. Und hier oben hängen wir noch die Nieren dran. Die nehme ich ganz gerne raus, aber die hängen bloß noch am letzten Zipfel. Dann sind die weg. Und hier unten schneide ich mal jetzt gerne so ein bisschen so kreuzweise ein, dass unser Wurzel hier drin noch wirkt, weil sonst ist bloß diese komische Haut und da zieht nichts durch. Also einfach mal ganz grob einritzen. Ist jetzt nicht viel Arbeit, wenn man so ein Schwein eh schon drauf hat, aber wird man hier gerade bei diesen Rippenstücken vom Geschmack her viel, viel besser. Hier sehen wir noch, dass es vom Fell abziehen so ein bisschen ungleichmäßig ist, aber dass es schöner aussieht, mache ich hier mal noch ein bisschen ein paar Längsfugen drin. Und dieses Mangalitza hat halt eine enorme Fettschicht oben drauf. Und dann gleitet das Messer wie durch Butter. Gut, ist ja auch fast Butter. Und die geht natürlich super, wenn du das aufgehangen hast. Wenn du so ein Küchentisch Licht macht, sieht nicht ganz so gut. Hört ihr das? Das war das nächste. Und dann auch längs hier runter. Also da muss man jetzt nicht auf Millimeter arbeiten und hier irgendwie kariertes Papier auflegen oder so, sondern einfach mal locker runterschneiden. Dadurch vergrößert sich nachher die Oberfläche, wenn es nachher backt. Und du hast halt mehr Knusper oben dran, als ob du bloß so eine komplette Hautschicht drauf hast, wie so eine komplette Fettoberfläche hast. Und das bringt geschmacklich immer noch ein paar Punkte. Und ähnlich wie wir das Bier aufgetragen haben, machen wir das jetzt mit dem Rapp. Also schön eine Handvoll und dann wirklich richtig rindrücken. Und was jetzt runterfällt, seht ihr, landet hier unten auf dem Gemüse. Und damit ist so praktisch gleich das Gemüse so ein bisschen angewürzt. Weil da salzen alle drin, dann braucht man die Gemüse nicht vorsalzen. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Schwein so. Und natürlich auch auf der Innenseite. So sieht unser Freund jetzt aus. Hier unten die Gemüse habe ich noch kurz durchgemischt. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen zur Seite, dass es praktisch neben dem Schwein liegt. Und werden jetzt unseren Freund hier von seinem Gefängnis befreien. Dazu hänge ich ihn einfach raus. Mache es runter und dann löst sich das hier aus dem Haken besser raus hinten. Zack. Können wir das zur Seite legen und dann muss der hier drinnen Platz nehmen. Hier die Sehne schneide ich immer durch. Die hier hoch, dann kann sich der Muskel hier ein bisschen besser zusammenziehen und dann wird der Saft, ja, sonst ist der immer so unter Spannung. Dann muss ich hier Platz nehmen. Okay, hinten muss er ein bisschen drücken. Vorne genauso, das ist natürlich mit so einem kleinen Spanferkel einfacher. Da sind so richtige Überläufer hier schon. Ganz drin. So, und dann passt das. Und jetzt kippen wir unseren Rotwein an. Einfach die ganze Flasche rüber und auch hier drüben schön die ganze Flasche immer drin leeren und noch 2 Liter Warmwasser dazu.
haben wir hier Fleisch drin, wir haben unsere Gemüse drin, wir haben genug Aroma drin und das heißt, wir können den Deckel schließen. Passt. Und können uns jetzt um unseren Backofen kümmern. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht zu Hause, sondern bei meinem lieben Freund Falko, der hat sich nämlich so einen Holzbackofen hingebaut. Und zwar ist das Ding 1,70 Meter lang, 75 breit und 50 hoch, also ein richtiges Monster. Und ich mache mal hier den Deckel rasch auf, der ist natürlich warm. Dann kann man mal reingucken, wie die Funktionsweise ist. Schön mit einem großen Schieber. So, und da siehst du schon mal, dass das ein richtig langer Tunnel ist. Da ist unser Holz, was da brennt, haben wir schon so vor 4-5 Stunden angefangen, das brennen zu lassen. Und jetzt sehen wir einfach folgendermaßen vor. Hinten ist das Rauchrohr, was rausgeht. Das können wir von der Rückseite abschieben, das ist also zumachen. Das ist ein bisschen unspektakulär. Und dann bereiten wir uns den Garraum vor. Das heißt, dass wir die Hälfte von der Glut hier unten reintun, also die ziehen wir einfach nach vorne. Und da ist hier unten so ein Glutkasten, wo das drin bleibt, dass es weiter heizt. Den Rest der Glut, den schieben wir ganz nach hinten. Und dann können wir unser Schwein hinterher tun. Also einfach nach vorne. Das liegt natürlich hervorragend. Geht es auch im Kugelgrill? Ja, ein 20 Kilo Schwein geht im Kugelgrill. Ganz schlecht. Also man muss sagen, es gibt einen Kugelgrill, auf den bin ich immer noch auf der Suche. Den Ranch-Kettle. 96 cm Durchmesser, damit könnte man klarkommen, aber so wollten es eher was für Backofen. Und den Rest schieben wir hier praktisch nach hinten. Und jetzt kommt, was kommen muss. Unser Schweinchen kommt hier in den Ofen. So, und da schieben wir dann richtig mittig rein. Ja, siehst du, jetzt haben wir von hinten die Hitze, die kommt, von unten die Resthitze, die aus der Glutbox rauskommt. Und jetzt kann ich da schön so 2,5-3 Stunden drin bleiben. Und wir schließen jetzt den Deckel. Guck mal, wir haben knapp über 300 Grad jetzt in der Maschine drin. Und die Temperatur, die fällt jetzt Stück für Stück runter, bis wir am Ende bei so ungefähr 180 Grad sind. 2,5 Stunden sind um und wir gucken mal, wie die ganze Sache geworden ist. Möglichst ohne sich zu verbrennen. Ganz wichtig, jetzt zumachen, um die Hitze zu behalten. Und mega. Aber was sich hier für ein Sud gebildet hat unten draus. Das Fleisch sieht mega aus. Und ich würde sagen, wir sind bei der Nummer einfach mal am Ziel. Herrlich, der Bursche, oder? Guck mal hier, und wenn hier so ein bisschen so dieses Fett hier, geil. Guck mal, wie sich hier von den Rippen löst, da kannst du durchgucken. Ich nehme mal hier so ein Stück von diesem Rückenspeck. Das ist natürlich das ganze Fett jetzt raus. Und das ist jetzt dieses relativ feste Knusprige. Und ja, ich würde mal sagen, auf euch, rein in die hohle Birne. Ist jetzt nicht so wie die normale Haut beim Spanferkel, die richtig wegknackt. Und ist leicht knusprig, röstig. Aber sieht sehr dunkel aus hier, wo man denken würde, jetzt so Kohlrahm, schwarze Brikettstückchen, überhaupt nicht. Und ich würde sagen, wir nehmen mal hier so ein schönes Stück, schneiden wir uns mal raus. Rücken oder Keule? Keule. Wir setzen mal hinten schon mal schön, einen schönen Keil an. Und dann merkst du, wie das Messer durchfällt. Schön saftig mit einem schönen Glanz dran. Genau so muss das aussehen. Bisschen pusten und dann rinnen die hohle Birne. Genau jetzt ist der Moment, wo die anderen Schweine nervös werden müssen. Oh, sensationell. Ein sehr aromatisches Schweinefleisch, außen schön die Würze dran, aber wir hatten vorher schon ganz kurz überlegt, wollen wir das Stück spritzen oder nicht. Und ist tatsächlich so, Mangaliza hat so einen tollen Eigengeschmack. Das ist schön, wenn man draußen an der Kruste schön die Würze dran hat und man sagt, da ist ein bisschen Bums und innen drin das Schweinefleisch einfach für sich stehen lässt. Also das ist saftig, das ist schmatzig, das hat einen tiefen Schweinegeschmack und einfach mega. Und wenn man sieht, wie viel Aufriss das war jetzt in so einem Holzbackofen zu machen, muss man sagen, ist erschreckend wenig. Also wir haben das ja bloß hier ein bisschen eingeschnitten, sauber geputzt, eingeschoben, ein bisschen die Gemüse drunter und keinen großen Hokuspokus mit veranstaltet. Also eine relativ einfache Sache. Und wenn ihr so einen Holzbackofen in der Nähe habt und vielleicht so ein Mangaliza-Schwein bei euch zufälligerweise in einen Einkaufswagen oder in den Garten springt, dann würde ich sagen, macht ihr direkt so nach. Wenn nicht, lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grill Barbecue.
Macht's gut. Und jetzt weg zum Abspann, nochmal die Soße kosten. Schön einditschen. Dafür bin ich geboren. Auf euch. Mmh, herrlich. Mmh. Bis dann.